Hallo, heute zeige ich euch nochmal, wie man die Haare ausepilieren kann. Ich habe eine richtige Wolle auf dem Kopf, weil ich seit ein paar Jahren das Hair Support Shampoo benutze und davon sind meine Haare einfach wesentlich dichter geworden. Und das ist jetzt aber kein Grund zu sagen, boah, es ist viel zu viel Wolle. Nein, ich freue mich ja darüber. Nur ab und zu wird die Frisur dann an einigen Stellen zu dick. Hier zum Beispiel kann man im Moment sehen, hier, ne? Das sieht man hier schön in der Silhouette. Da ist irgendwas, das gibt immer so eine Beule. Hier habe ich eine Beule. Sonst bin ich mit der Haarlänge zufrieden. Es wäre also Quatsch, die Haare jetzt komplett neu zu schneiden. Und ich möchte euch zeigen, wie man das selber ausepilieren kann. Das ist eine Schere, die nur auf einer Seite ein Schneideblatt hat und die andere Seite ist gezahnt. Das heißt, sie schneidet nur einen gewissen Prozentsatz von dem ab, was wir ihr zwischen die Schenkel geben. Ihr nehmt Partie für Partie, da wo es zu dick ist, und schneidet einfach zack einmal rein. Bitte die Schere geschlossen lassen, während ihr die Haare rausschiebt. Weil wenn ihr die öffnet, dann ratschen die Schneidezähne über die gesunden Haare und können die Haarschäfte verletzen. So. Das Ganze kann man auch einfach nur so machen, wo man sieht, dass es zu dick ist. Also ihr geht mit der Schere rein, hier zum Beispiel, wo diese Beule ist, und schneidet da ein-, zweimal rein, schüttelt, damit auch die Schnitthaare rausfallen. Und dann könnt ihr sehen, sieht das jetzt besser aus, liegt das zum Beispiel besser an. Und in dem Fall würde ich sagen, die Beule hier ist schon gut, aber hier stippelt noch was. So, und dann modelliert ihr euch das einfach weg. Hier auch dasselbe. Hier haben wir den dunklen Hintergrund. Lass die Haare einfach hängen. Gehe rein und schneide, also hier kann ich direkt dreimal schneiden, das weiß ich aus Erfahrungswert, weil das eben so viel ist. Aber zwischendurch immer wieder dann mal schütteln und gucken. So, und man sieht auch jetzt schon, das fällt wesentlich besser. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr sowas macht, weil wer nicht allzu viele Haare hat und schneidet da dreimal rein, kann sein, dass da sehr, sehr wenig übrig bleibt. Aber so liegen hier zum Beispiel dann die Konturen besser an. Das hier, was so stippelt, nehme ich mir auch noch weg. So, immer zwischendurch schütteln und kontrollieren, ehe man die Schere da wieder reinsetzt. Am Oberkopf ganz genauso. Da solltet ihr euch aber merken, wo ihr mit der Schere wart. Also da bitte nicht unbedingt zweimal rein. Und so kann man sich zwischen zwei Friseurbesuchen wunderbar selber helfen, indem man die Haare, früher nannte man das ausdünnt, um wieder Stand zu bekommen. So, man kann schon erkennen, das tut der Wolle gut, wenn da Haare weniger sind, weil dann steht das oben besser ab. Die kurzen Haare drücken die anderen Haare flauschig nach oben. Und das hier liegt jetzt richtig schön an und gibt hier keine Beule mehr. Also ganz vorsichtig rangehen. Einmal schneiden reicht vielleicht schon. Wer viel Haar hat, zweimal. Das macht ihr so nach Gefühl. Und guckt, wo ist es dick. Da geht ihr dann so mit der Schere rein, wie ich euch das gezeigt habe. Guckt euch das dann vorher nochmal an. Und damit wird die Form wieder besser und man nimmt nichts von der Länge weg. Also ich habe jetzt hier kaum was von der Länge weggenommen, außer hier am Ohr vielleicht ein bisschen. Aber es bleibt besser liegen. Das heißt, die Form wird einfach schöner, weil sie duftiger aussieht. Ganz simple Technik. Wie gesagt, wenn ihr das vorsichtig macht, kann da auch nicht viel passieren. Haare ausepilieren, ganz einfach. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, Glöckchen anklicken, damit ihr nächstes Mal wisst, wenn wieder ein neuer Tipp da ist. Bis dann, tschüss.